Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich das Sumpfspiel für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr Pappteller. Wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr natürlich auch einfache Blätter nehmen. Diese Teller werden voreinander aufgestellt. Ihr könnt den Abstand natürlich noch ein bisschen weiter machen oder enger zusammen oder die Teller ein bisschen im Zickzack legen. Nun müsst ihr euch vorstellen, um euch herum ist ein großer Sumpf und da dürft ihr natürlich nicht reinfallen. Deshalb dürft ihr nur auf den Tellern laufen. Wenn euch das mit den Tellern zu einfach ist, könnt ihr auch kleinere Gegenstände nehmen, zum Beispiel Bierdeckel, und diese hinlegen und versuchen so, den Sumpf zu überqueren. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.